Ey, Scheich, hör mal. Überkrass, was gerade passiert ist, Alter, ey. Du wirst mir nicht glauben, Alter, ey. Ich lauf durch Tegel und mich spricht dieses Etwas an. Dicker, ey, sowas hast du noch nicht gesehen. Ey, sie labert mich voll von wegen hier und da. Freundin, Moindin, was weiß ich, Alter, ey. Hör mir mal bitte zu, Dicker. Das glaubst du mir nicht. Pass auf, Mann, ich traf dieses Mädchen. Ich glaube, Gott wollte, dass wir uns begegnen. Sie kam an und sie fragte, ob ich Bank bin. Ich dachte, cool, also sagte ich, dass ich Bank bin. Und ich schwöre, Mann, das war mein größter Fehler. Denn im nächsten Moment nahm sie mich als ihren Gegner. Sie meinte, dass ich eine Freundin verarscht hab. Dass das irgendeine Freundin gesagt hat. Ich dachte, wow, toll, laber nicht. Doch da wusste ich nicht, dass sie danach einen Schaden kriegt. Ich dachte, Mann, guck mal, ich will doch nur zu Scheich gehen. Wer hat dich zu hart gefickt? Dafür gibt's doch Gleitcreme. Und ich glaube, dieses Thema war falsch, denn im nächsten Augenblick sah ich, wie sie ihre Faust ballt. Ich dachte, tschüss, was ist nur passiert? Und bevor was passiert, rannte ich zu dir. Ah. Lach nicht, du Wichser. Ey, hättest du dieses Monster gesehen? Ich schwöre es dir, du wärst auch weggerannt. Ich schwöre es. Mann, 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 verrückte Leute laufen rum, wa? Aber Dings, mir ist gestern eigentlich ganz was Ähnliches passiert. Auf jeden Fall eine gut verrückte Geschichte. Ich erzähl's dir am besten, hör zu, Dicker. No. Schuhbänker zu, Mann, das fällt mir grad ein, das hab ich gestern erlebt. Ich wollte nach Hause gehen und plötzlich stand so ein Opa am Weg. War in Gedanken versunken und ich merkte nicht ganz. Ich peilte erst, als ich mich fragte, Mann, wer rempelt mich an? So ein alter Mann kann nicht sein. Das dachte ich kurz, guckte genauer hin und seine Haare waren nicht kurz. Und mit der Bomberjacke passten die perfekt ins Bild. Und auch die Springerstiefel sagten, der ist nicht gechillt. Nein, und es gab er mir auch schnell zu verstehen. Zog seine Bomberjacke aus, zeigte mir sein Emblem, ein schwarzes Hakenkreuz. Und ich wollte geradeaus und ihm einen Haken geben, als er meine Pläne durchkreuzt. Er holt eine Waffe raus und hält sie echt in mein Gesicht und sagte, Junge, deine schwarzen Haare stehen dir nicht, denn das ist Deutschland, gelobt sei der Führer. Ich sagte, guck mal, deine Schuhe made in China. Doch das gefiel ihm nicht. Und? Und ehrlich gesagt mochte auch ich das Waffe an der Schläfenfeeling nicht. Mir scheißegal, los, nenn mich ein Loser. Ich rannte los, hadi Allah, deutscher Bruder. Ey, Junge, Mann, da gibt's nichts zu lachen. Du hättest da die 100 Meter in 5 Sekunden oder so gemacht. Ich mein, das war nicht so ein normaler Opa, das war so ein Fitness-Opa, so eine ausgebildete Kriegsmaschine, so ein tätowiertes Monster. Ey, Mann, was soll ich da machen? Ich mein, du schließt da die Waffe aus der Handschlange oder wie? Nee, Mann, ohne mich.